Sitzung wieder und rufe auf den Tagesordnungspunkt 7. Da geht es um die Unterstützung und soziale Betreuung von Ausländern und Migranten im Burgenlandkreis. Hier ein Antrag der Fraktion Die Linke. Meine Damen und Herren, der Innenausschuss und der Bildungsausschuss haben den Beschlussentwurf ohne Änderungen zur Beschlussfassung empfohlen. Der Sozialausschuss und der Kreisausschuss empfehlen die Beschlussfassung mit folgenden Änderungen. Die Verwaltung wird beauftragt, ein Integrationskonzept für den Burgenlandkreis zu erarbeiten. Dieses soll mit einem funktionalen Handlungskatalog versehen sein, welcher eine Fortschreibung des Konzeptes in mehreren Phasen ermöglicht. Das Konzept soll kommunale Leitlinien einer Willkommens- und Anerkennungskultur beinhalten. Nummer 4 der aufgeführten Ziele wird gestrichen. Das ist also die Änderung, die Sozial- und Kreisausschuss empfehlen. Der entsprechende Änderungsvorschlag wurde Ihnen mit den Sitzungsunterlagen ausgereicht. Die einreichende Fraktion hat zur Sitzung des Kreisausschusses mitgeteilt, dass sie sich dieser Änderung anschließt. Der neue Beschlusstext wird einschließlich der Änderungen zur Abstimmung gestellt. Gibt es Wortmeldungen? Bitte, Herr Knitsch. Wir unterstützen natürlich als Fraktion diesen Antrag einschließlich der Änderungen und möchten nur eins mit auf den Weg geben. Also zum einen gehen wir natürlich auch davon aus, dass dieses Papier dann auch in der Fortschreibung natürlich dem Kreistag zur Kenntnis gegeben wird. Ich denke, das ist auch im Interesse des Einreichers. Dem wird sicherlich so geschehen. Und wie sagt man dann immer so schön, aus gegebenem Anlass. Es wäre also schön in der praktischen Umsetzung, wenn Asylbewerber, und das betrifft vor allen Dingen den Zeitzerraum, die ja nun immer mit dem Bus fahren müssen und dieses Busgeld aufbringen müssen, wenn die einfach so einen kleinen Zettel mitbekämen, wo dann draufsteht, zu welchem Termin die einzelnen Asylbewerber wieder hinbestellt wurden, damit sicher ist, dass sie auch das Rückfahrgeld oder das Busfahrgeld erstattet bekommen. Ich will damit nicht sagen, dass das bisher nicht so war, aber es gibt sicherlich aufgrund der Sprachschwierigkeiten Missverständnisse so, dass, wie gesagt, aus gegebenem Anlass junge Asylbewerber dann in der Einschätzung falsch liegen, nach Naumburg fahren und dann einfach doch keinen bestellten Termin haben und demzufolge das Fahrgeld nicht erstattet bekommen. Es ist einfach nur die Bitte, der Hinweis, dass man sich das so zu eigen macht und sagt, bitteschön, immer da, wo dann ein neuer Termin ansteht, kriegen die ein kleines Zettelchen mit, auf dem draufsteht, dann und dann sollen sie quasi wieder da sein. Denn es gibt Betreuer, die das den Asylbewerbern dann nochmal erklären, vermitteln müssen und damit wäre die Sicherheit in dem Fall dann immer gegeben. Danke. Vielen Dank. Herr Kollege Schneider, bitte. Herr Vorsitzender, Herr Landrat, meine Damen und Herren. Der Landrat ist ja in seinem Bericht auf einige Probleme eingegangen, was die Arbeit mit Flüchtlingen betrifft. Und genau darum ist es uns gegangen, dass wir also mit dieser Vorlage, mit diesem Können, um genau diese Dinge und die Dinge, die Herr Kollege Mitschek jetzt eben angesprochen hat, besser in den Griff zu bekommen. Deswegen, ich mache es ganz kurz, unsere Bitte um Zustimmung. Vielen Dank. Herr Büschel, bitte. Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich bitte den Punkt 5 im Beschlussentwurf zu streichen, wie es auch vorher gewesen ist. Die Forderung, alle Anstrengungen von Politik und Verwaltung auf den Problemkreis Ausländerbetreuung und Asylanten zu legen, überzieht eindeutig. Alle Anstrengungen von Politik und Verwaltung dienen der Verwaltung des Landkreises, der 180.000 Menschen, die hier wohnen. Das kann man nicht zuvorderst auf einen kleinen, wir haben es gerade gehört, auf 2.000 oder 2.500 Menschen reduzieren. Danke. Vielen Dank. Ich will darauf aufmerksam machen, dass es jetzt keinen Punkt 5 mehr gibt, sondern jetzt nur noch 1 bis 4. Das werde ich nachher auch nochmal lesen. Weitere Wortmeldungen. Also das müssten Sie auch bekommen haben, Herr Büschel, dass es nur noch Punkt 4 gibt. Weitere Wortmeldungen kann ich nicht erkennen. Dann komme ich zur Abstimmung, verlese Ihnen den geänderten Beschlusstext noch einmal, dass wir wissen, über was wir beschließen. Die Verwaltung wird beauftragt, ein Integrationskonzept für den Burgenlandkreis zu erarbeiten. Dieses soll mit einem funktionalen Handlungskatalog versehen sein, welcher eine Fortschreibung des Konzeptes in mehreren Phasen ermöglicht. Das Konzept soll kommunale Leitlinien einer Willkommens- und Anerkennungskultur beinhalten. Folgende Ziele sollen verfolgt werden. Es sind die Grundlagen für ein qualitatives Willkommensmanagement in den Städten und Gemeinden des Landkreises zu schaffen. Zum Beispiel Sicherstellung einer Grundbetreuung, Ansprechpartner in Kommunen benennen, Erfahrungsaustausche zwischen Kommunen organisieren, in enger Zusammenarbeit mit bürgerlichem Engagement. Zweitens, Entwicklung mehrsprachiger Willkommenspakete mit Infounterlagen in den Städten und Gemeinden. Drittens, Implizieren einheitlicher Sprachförderkonzepte für migrierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Städte und Kommunen. Verständigen sich in Sprachkursen auf einheitliche Inhalte, Finanzierungen, Zielgruppen, ausführende Institutionen. Und viertens, alle Anstrengungen von Politik und Verwaltung sind auf die Förderung von interkulturellen Kompetenzen und die Aufgeschlossenheit der Bevölkerung des Landkreises gerichtet. Zu allen Punkten sind entsprechende wirksame Maßnahmen zu formulieren und zwischen Landkreisstädten Gemeinden zu vereinbaren. Ja, ich habe das wohl gesehen, aber ich hatte bereits die Debatte geschlossen und wir sind jetzt in der Abstimmung. Danach können Sie einen Geschäftsordnungsantrag stellen. Hierzu jetzt nicht mehr, ich hatte mehrfach gefragt. Ich habe schon geguckt, ich habe aber die Debatte geschlossen. Ich habe auch gesagt, dass Ihnen das vorliegen müsste. Da hat sich immer noch keiner gemeldet und dann habe ich gesagt, jetzt kommen wir zur Abstimmung. Und das machen wir jetzt und danach können Sie auch einen Geschäftsordnungsantrag stellen. So, wer jetzt diesen von mir vorgelegten Beschlusstext zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Erheben der Stimmkarte. Dankeschön. Wer ist dagegen? Da sehe ich 3 Gegenstimmen. Wer enthält sich? Bei 4 Enthaltungen ist das so beschlossen. So, damit ist der Punkt 7 beendet. Möchten Sie jetzt noch was vortragen? Zur Geschäftsordnung, ja? Ja, ich halte es schon für bemerkenswert, wenn ich einen Beschlussentwurf hier habe, offensichtlich über mehrere im Kreistag und ich habe anderen. Also mein Beschlussentwurf in der Sache 15.0270, der besteht aus 5 Punkten und darüber müssen wir mal eigentlich abstimmen. Und wenn man das ändert, dann geht das nicht aus der hohlen Hand. Herr Büschel, nochmal, das lassen wir jetzt nicht auf uns sitzen. Mein Büro sagt mir gerade, es gibt ein Änderungsblatt, wo das mit den 4 Punkten ist, das hätten Sie. Haben Sie das? Alle hätten es. Und deshalb will ich jetzt hier nicht stehen lassen, Sie hätten was anderes. Und da stehen 4 Punkte drauf. Das ist doch auch ein Vorschlag von einem Ausschuss, ein Anhang, wie die dort verhalten haben, das Abstimmungsverhalten. Das ist doch nicht die Grundlage unserer Beschlüsse. Doch, Herr Büschel, wenn Sie mir aufmerksam zugehört hätten, ich habe vorgetragen, dass Innenausschuss und Bildungsausschuss den ursprünglichen Beschlussentwurf empfohlen haben und dass Sozialausschuss und Kreisausschuss diese Änderungen empfohlen haben. Und ich habe weiter vorgetragen, dass die einreichende Fraktion sich zur Sitzung des Kreisausschusses dieser Änderung anschließt und dass das die Beschlussgrundlage ist. Und dann habe ich sie auch extra nochmal vorgelesen. Also ich bitte wirklich um Verständnis. Ich habe jetzt mir große Mühe gegeben, das auch korrekt hier zu machen. Sie wollten einen Punkt 5 nicht haben und ich hatte vorweg schon gesagt, dass es den gar nicht mehr gibt. Ich bin das gerne nachher noch weiter diskutieren. Jetzt wollte ich erstmal Punkt 8 aufrufen. Gestaltung der kommunalen Rahmenbedingungen für einen zukunftsfähigen Strukturwandel des Braunkohlestandortes Mitteldeutschland. Wir haben Ihnen Wirtschaftsausschuss und Kreisausschuss Beschlussfassung empfohlen. Damit eröffne ich die Debatte. Gibt es Wortmeldungen? Frau Kollege Bertel, bitte. Wir lassen mal den Landrat zuerst, wenn Sie einverstanden sind. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich möchte nur in aller Kürze nochmal aus meiner Sicht wichtige Punkte darlegen. Ich will mal mit dem Satz anfangen, der auch im Koalitionsvertrag steht. Braunkohle ist ein wichtiger Rohstoff in unserem Land. Das stimmt sicherlich hundertprozentig. Ich will aber auch mal ergänzen, das steht jetzt nicht im Koalitionsvertrag. Sie ist aber ein noch wichtigerer Faktor für uns im Burgenlandkreis und im mitteldeutschen Braunkohleregion. Und ich meine damit jetzt nicht nur die Arbeitsplätze, die direkt bei dem Unternehmen MIBRAG sind und die Arbeitsplätze, die indirekt durch die Aufträge, die der Bergbautreibende auslöst, damit verknüpft sind, sondern ich meine auch zum Beispiel die Versorgung von kommunaler Struktur im Burgenlandkreis, zum Beispiel Hohenmölsen, aber auch Leipzig, Dessau, Rossau mit Fernwärme. Ich meine, die Abhängigkeit von anderen Unternehmen, wie zum Beispiel der Südzucker AG oder auch des Kraftwerkes und Strohbau von dem Rohstoff Braunkohle. Und ich meine auch eben die Sicherstellung eines nachhaltigen Zukunftsszenarios, in dem zukünftig Braunkohle als einheimischer Rohstoff oder als Rohstoffbasis auch für die chemische Industrie zur Verfügung steht. Uns ist ja allen spätestens seit dem Klimagipfel in Paris doch deutlich geworden, und da sind wir ja auch keine Illusionisten im Burgenlandkreis, dass auch die Klimaabgabe dazu führt, dass die thermische Verwertung der Braunkohle in den nächsten Jahrzehnten schrittweise zurückgehen wird. Aber ich würde trotzdem ungern von einem Ausstieg aus der Braunkohle sprechen, weil der Ausstieg bringt uns ja keine Strukturen, keine Arbeitsplätze, sondern ich würde eher von einem Umstieg sprechen hin zu auch neuen Technologien und Ideen. Einerseits hinsichtlich der neuen erneuerbaren Energien, aber eben auch hinsichtlich der Wertschöpfung weiterhin aus Braunkohle im Rahmen der stofflichen Verwertung. Und das ist eben mit dem Begriff Umstieg gemeint. Diese Rohstoffbasis, die Nutzung der Braunkohle, wenn man so will, auch als Erdölersatz, setzt auch eben voraus, dass auch künftig Braunkohle überhaupt abgebaut werden kann. Denn wenn ich die nicht mehr abbauen kann, wenn der Tagebau zu ist, dann kann ich zwar lange von stofflicher Verwertung der Braunkohle reden, ich kann sie aber nicht mehr umsetzen, weil ich sie nicht mehr fördere. Und deshalb ist auch wichtig aus meiner Sicht, dass eben die planungsbegleitenden Maßnahmen für den Bergbau auch erhalten werden und dass auch der Koalitionsvertrag der Landesregierung oder des Landtages so ausgelegt wird, dass eben das, was dafür notwendig ist, um begleitend die Planung weiterzuführen und auch diese Möglichkeit zu schaffen, weiterhin bleibt. Ich habe mir mal 4, 5 Punkte noch aufgeschrieben, die ich jetzt außerhalb dieses Beschlussvorschlags als wichtig ansehe. Nochmal erstens das Thema stoffliche Verwertung für die Braunkohle sehe ich als Chance, ohne dass wir natürlich wissen, wo die Reise da wirklich hingeht. Zweitens, um diese stoffliche Verwertung auch als Chance ergreifen zu können, müssen wir weiter in der Forschung, in der wissenschaftlichen Forschung voranschreiten. Wir brauchen so anknüpfende oder anschließende Wissenschaftsprojekte. Es gab mal dieses IBI-Projekt. Jetzt muss es da weitergehen, um die wissenschaftlichen Voraussetzungen zu schaffen und dann aber auch die Umsetzung vom Labor in die Demonstrationsanlage hinzubekommen. Und drittens muss der Strukturwandel, der hier jetzt stattfindet, aus meiner Sicht auf viele Beine gestellt werden. Also wir können uns nicht nur auf das Thema stoffliche Verwertung stützen, sondern wir brauchen Unterstützung vom Bund und Land breit, sodass wir auch andere Ansiedlungen hinbekommen, natürlich möglichst auch in der chemischen Industrie. Wir müssen, 4. Punkt, unsere Ansiedlungsbemühungen und unseren Standort, den wir haben, sozusagen dann auch inszenieren und da auch die Möglichkeiten der Metropolregion, die neuen internationalen Möglichkeiten der Metropolregion nutzen. Und das ist jetzt der 5. und letzte Punkt. Dieses Thema ist für mich auch ein wichtiges Thema der Metropolregion, weil wir eben nicht nur im Burgenlandkreis und nicht nur im Saalekreis diesen Strukturwandel erleben, sondern auch im sächsischen Teil. Leipziger Land, sodass ich das für gut finde, wenn die Metropolregion ja auch eine wichtige Rolle spielt. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Landrat. Frau Kollegin Bachel, bitte, danach der Kollege Arndt. Können wir uns mal Fenster vielleicht machen? Wird schön, eins wird schön geschlossen. Wir sind eigentlich ganz froh. Wir sind eigentlich ganz froh, dass wir jetzt sowas hier vorgelegt bekommen und sind im Großen und Ganzen auch mit den meisten Punkten damit einverstanden. Wir haben das ja schon immer gefordert, dass wir hier endlich einen Strukturwandel angehen und sind also froh und auch bereit zur Mitarbeit. Das, was Sie vorhin gesagt haben, dass es hier eine Gruppe gibt, die offen ist für Interessierte. Ich würde da zum Beispiel auch gerne mitmachen. Das finde ich ganz wichtig. Und wir wollen nicht, dass es uns so geht wie in der Lausitz, dass es zum Strukturbruch kommt und dann ratzfatz geht, sondern wir, die wir jetzt mit in der Regierung ein bisschen mitsagen können, haben ja also festgeschrieben bis 35 und bis dahin ist ja noch eine ganze Menge Zeit. Bis dahin wollen wir das aber jetzt anfangen anzugehen. Zum Beispiel könnte ich mir auch vorstellen, dass durch den MIBRAG bei der Sommerakademie, die ja immer im Sommer sich in Hohenmölsen trifft, das Thema mal steht, Strukturwandel, dass man auch dort schon ein bisschen was unternimmt. Ja, und wir sind aber nur mit diesem einen Punkt nicht einverstanden und darum werden wir also auch hier dagegen stimmen. Ich hatte das auch schon im Wirtschaftsausschuss gesagt, nämlich uns gefällt nicht, dass hier nochmal vom Neuaufschluss steht, 2035 ist ja ein Jahr, dass die MIBRAG selbst gesagt hat, bis dahin reichen die Vorräte aus den jetzt genehmigten Tagebauen. 10 Jahre Vorlaufzeit, das wäre 2025 oder nach 20 auf alle Fälle. Und wir wollen einfach dem aus dem Wege gehen, dass man jetzt hier neue Tagebaue inszeniert, die man vielleicht dann nicht braucht für die stoffliche Nutzung, weil sich, Sie sagten ja selber, wir wissen nicht, dass es noch offen ist. Von der Firma Siemens wissen wir, dass sie das krachend zur Seite gelegt hat und sagt, das ist viel zu teuer und nicht machbar. Darum sagen wir einfach, wir wollen jetzt keine Genehmigung in weitere Tagebau und stören uns hier an diesem Passus in diesem Papier, was wir jetzt vor uns haben. Und darum werden wir also dagegen stimmen, obwohl wir vieles wichtig finden und auch dabei sind. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Erb. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst erstmal in Ergänzung zu dem, was Frau Berthold sagte. Der Stiftungsdirektor ist ja auch mit hier. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und ich bin jetzt seit vielen Jahren dabei, macht die Sommerakademie der Kulturstiftung, übrigens nicht der MIBRAG, sondern der Kulturstiftung Hohenmölsen, seit Beginn der Einrichtung jedes Jahr genau zu diesem Thema Strukturwandel sehr viel. Man kann ja sagen, nahezu ausschließlich. Und da sind viele junge Leute da, die sehr gute Ideen haben. Manchmal auch etwas spinnernde Ideen, aber ich glaube, gerade als junge Leute haben sie auch das Recht dazu, solche dort vortragen zu können. Es ist ja viel gesagt worden über die Bedeutung für Arbeitsplätze und auch Steuereinnahmen in den betroffenen Kommunen, wenn es um die Braunkohle hier im Burgenlandkreis geht. Was ich aber auch für sehr wichtig halte, ist es zurzeit auch das Rückgrat für die Sicherheit unserer Energieversorgung. Und das wird es auch noch im erheblichen Zeitraum sein, denn Fakt ist das eine, heute haben wir noch keine Speichermöglichkeiten für erneuerbare Energien, jedenfalls nicht so, dass wir damit eine stabile Energieversorgung für Industrie und Haushalte sichern können. Ich bin aber auch nicht blauäugig, ich weiß, dass in 2 Jahrzehnten und danach die Braunkohle als Energieträger in der Stromversorgung deutlich an Bedeutung verlieren wird, weil ganz einfach niemand mehr in einen Kraftwerkspark investiert. Und wer sich das Alter der Kraftwerke anguckt, weiß, dass das dann etwa an diesem Zeitpunkt eintreten wird. Aber die stoffliche Nutzung, und deswegen halte ich das auch für ganz wichtig, dass wir als betroffene Region dort Vorantreiber sind, die kann doch nicht einfach heute dafür verteufeln, weil jemand sagt, das ist zu teuer. Natürlich ist das zu teuer, wenn das Fass Rohöl $50 kostet, kann man Braunkohle nicht einsetzen als Rohstoff, um Grundstoffe für die chemische Industrie herzustellen. Aber wir wissen auch, es wird knapper und wir wissen, wir können nicht eine Technologie jetzt nicht vorantreiben, wo wir in 2 Jahrzehnten oder danach möglicherweise sagen, das haben wir damals für einen Fehler gemacht. Ich weiß, dass es auch genügend Leute gibt, die sagen, Glas ist doch kein Problem, oder wenn ich mit der Kohle mache, machen wir es mit das Erdgas von Herrn Putin. Aber ich weiß auch nicht, ob das eine nachhaltige Lösung für uns ist. Wenn wir über Strukturwandel reden, dann müssen wir jetzt mit den Diskussionen und den Planungen beginnen. Und wer sich das in der Lausitz anschaut, die sind viel stärker betroffen, als wir das sein werden. Aber dort wird auch schon sehr viel an dieser Stelle gemacht. Also gibt es ja die Planung für einen sogenannten Lausitzplan, der dort erarbeitet wird. Und was Ähnliches schwebt mir auch hier für unsere Region vor. Ich glaube, da könnten wir alle an einen Strang ziehen. Und was am Ende des Strukturwandels stehen soll, und deswegen steht das auch als letzter Satz in dem Passus im Koalitionsvertrag, dass nämlich dann, wenn die Braunkohle nicht mehr energetisch genutzt wird, dass nicht mit einer Deindustrialisierung einzelner Kommunen in unserem Landkreis einhergeht, dass wir uns am Ende streiten, was ist denn Strukturwandel? Für mich ist jedenfalls Strukturwandel, dass auch nach einer energetischen Nutzung der Braunkohle eine Industrieregion bei uns steht und wir nicht alleine auf naturtalen Tourismus am Tagebaurand setzen können. Das meine herzliche Bitte und auch mein Appell an uns alle, dass wir uns da an der Stelle nichts vormachen, sondern für eine Industrieregion im Burgenlandkreis streiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Hartl. Herr Kollege Schneider, bitte. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, unsere Fraktion unterstützt diese Vorlage, wohlwissend, dass die Ressource Braunkohle endlich ist und ihre Förderung endlich ist und vor allem auch nach den jüngsten Klimaentscheidungen die thermische Verwertung schrittweise zurückgehen wird. Das aber kann und darf, und da finden wir uns wieder hier in dieser Vorlage, nicht dazu führen, dass es zu einem radikalen Aus für die Braunkohle kommt. Es geht vielmehr in der Tat darum, einen zukunftsorientierten und innovativen Transformationsprozess auszulösen, der letztlich auch hochwertige Arbeitsplätze schafft. Und dafür tragen wir in diesem Haus hier auch große Verantwortung. Es geht also, wie der Landrat gesagt hat, um einen Umstieg hier in unserer Region, in dessen Ergebnis Braunkohle und erneuerbare Energie sozusagen als Partner betrachtet werden. Genau in diese Richtung denken wir auch mit und deswegen unterstützen wir diese Vorlage. Vielen Dank. Herr Kollege Hauch, bitte. Dann Herr Büschel. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sommerakademie in diesem Jahr trägt die Überschrift Revier 4.0, Stabilität, Wandel und Netzwerk. Und jedes Wort ist mit einer gleich großen Bedeutung Stabilität, Wandel und Netzwerke versehen. Und ich kann an der Stelle immer nur berichten von unseren Erlebnissen vor Ort. Letzte Woche war ich bei 140 Jungfacharbeitern der MIBRAG, junge Menschen bis zu einem Alter von 25 Jahren, die gerade ihre Ausbildung in der MIBRAG genießen oder sie genossen haben und gerade in das Berufsleben eingetreten sind. Junge Menschen, die momentan nichts dringender brauchen als eine Perspektive und eine Stabilität in den Entscheidungen der Politik. Denn sie gucken mit großen Augen zu uns herüber, ob nach Magdeburg, nach Berlin oder noch darüber hinaus, und erwarten, dass sie für ihre Zukunft eine Perspektive hier im Revier finden. Das ist die Antwort, die wir finden müssen, bevor wir überhaupt eine Entscheidung treffen dürfen, was mal mit einem Rohstoff Braunkohle wird. Erst braucht es die Antwort auf die Fragen der Zukunft dieser jungen Menschen, 140 Leute, die sehr verunsichert momentan sind, die den Wandel mittragen, aber mit einer Stabilität und einem Netzwerk, was sie hier in der Region mit zukunftsfähigen Arbeitsplätzen hält. Und deswegen ist natürlich eine breite Unterstützung dieses Beschlusses notwendig, und das haben wir ja von allen Seiten gehört. Es ist vor allen Dingen aber auch eine Langfristplanung notwendig. Ich habe das im Wirtschaftsausschuss zum Besten gegeben. Ein Bergbauunternehmen plant nicht 5 Jahre im Voraus. Der Tagebau Profen, der jetzt in Richtung Abbaufeld Donzen gerade erst im Aufschluss begriffen ist, wurde schon 1994 geplant. Nämlich mit der Einleitung einer Umsiedlung einer Gemeinde Großgrimma, die heute eine neue Heimat in der Stadt Hohenmölsen gefunden hat. Sehr viel Geld hat damals schon das Bergbauunternehmen in die Hand genommen, ohne den Umsatz aus diesem Abbaufeld zu haben. Den bekommt sie erst ab dem Jahre 2020 fortfolgend. Und wenn der Staat in einen solchen Businessplan, der das alles berücksichtigt hat, bisher eingreift, dann gehen diese Pläne nicht mehr auf. Und wenn die Pläne nicht mehr aufgehen, dann reden wir über das Ende einer Rekultivierung, dann bleiben Löcher in der Landschaft, die wir alle nicht haben wollen. Also es sind viele Faktoren, die eine Langfristplanung benötigen. Und beim Thema stoffliche Verwertung der Braunkohle kann ich immer nur sagen, haben wir 20 Jahre Forschungsrückstand und noch viel mehr. Das ist ein ganz, ganz zartes Pflänzchen, was eben heute noch nicht die Antwort gibt auf die beruflichen Perspektiven dieser jungen Menschen, die dort vor mir gesessen haben. Wir wünschen und hoffen, dass die Forschungsergebnisse einmal das auch zu einem starken Wirtschaftszweig machen können. Aber das braucht Jahre, das braucht Jahrzehnte, eine ganz lange Vorlaufzeit. Und bis dahin, und da unterstütze ich alle meine Vorredner und den Landrat, braucht es die Etablierung weiterer Wirtschaftszweige, um eine Kompensation vorwegzunehmen, bevor der Umstieg stattfindet. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Fische. Eine kleine Korrektur zu den Gesagten nur. Die Umsiedlungskosten, den wesentlichsten Teil für Großgrimma, die hat die Treuhand damals bezahlt, nämlich Hohenmölsen konnte diese Millionen verwalten, soviel ich weiß. Also das hat an dem Punkt nicht die MIBRAG bezahlt. Aber zur Sache. Ich denke, wir sollten das etwas dezidierter formulieren. Mit allen gemeinen Absichtserklärungen wird die Braunkohle genauso kaputt gehen, wie die Steinkohle in Deutschland kaputt gegangen ist. Auch mit den Folgeindustrien, mit den Ausrüstungsindustrien, die leben ja auch davon, dass der entsprechende Bergbau im Lande vor Ort noch stattfindet. Und zwar haben wir seit gut 90 Jahren in Mitteldeutschland lange Erfahrung und großumfänglich die Hydrierung der Braunkohle betrieben und Benzin, Treibstoffe daraus hergestellt. Mit Erfolg und sehr lange. Das ist dann nach dem Krieg kaputt gegangen durch einen Erdölpreis, was weiß ich, von ein paar Pfennigen, von 10 Pfennigen. Ich habe mich heute nochmal belesen, wer es nachprüfen kann. Die Verwertung von Braunkohle zu Treibstoffen wird ab 40 Dollar pro Barrel, das sind ungefähr 22 Cent pro Liter, Rohölpreis wirtschaftlich. In vielen Ländern, Südafrika, USA und so weiter, wird das betrieben, nur in Deutschland nicht. Die letzte deutsche Anlage ist, ich glaube, vor knapp 20 Jahren nach China verkauft worden. Die Hydrierung, also die Umwandlung, in dem Fall möchte ich sagen, weiterhin als energetische Umwandlung, Verwertung betrachten, denn die stoffliche, haben wir gerade gehört, ist zu vage und an dem Punkt möchte ich es auch nicht anbinden. Wir sollten es direkt als energetische Nutzung der Braunkohle in Form von Treibstoffen, Hydrierung fordern und in dieses Papier sogar mit aufnehmen lassen, dezidiert benennen, damit die Braunkohle eine Chance hat. Ansonsten wird sie das Schicksal der übrigen großen Energieerzeugungsanlagen, Steinkohle, Atomkraft und dergleichen wahrscheinlich aller Voraussicht nach nehmen. Wenn wir seit vielen Jahren aus Getreide, also aus sehr niedrig energetischen Rohstoffen, Treibstoff, Benzin kochen, und das wird uns verkauft, dass es sinnvoll und wirtschaftlich sein soll und angeblich keine negative Energiebilanz hat, dann ist es fast Schwachsinn zu sagen, dass aus der hochenergetischen Braunkohle das nicht wirtschaftlich sinnvoll sein sollte. Das sollte sich jeder überlegen. Und ich denke, das liegt doch auf der Hand. Und da liegt auch für uns in Mitteldeutschland ein ganzes Stückchen Zukunft drin. Und insofern bitte ich, beantragen wir die Ergänzung des vorliegenden Beschlussentwurfs und diesen einen Satz. Der Kreistag spricht sich für eine deutlichere Formulierung im Rahmenpapier zur energetischen Nutzung von Braunkohle in Form von Treibstoffen, in Klammern Hydrierung, aus. Das konnten wir schon mal und das können wir mit Sicherheit auch wirtschaftlich weiterhin machen. Danke. Vielen Dank. Wollen Sie mir den einen Satz geben, damit ich ihn dann entsprechend... Vielen Dank. Gibt es weitere Rückmeldungen? Kollege Mitschik, bitte. Ich denke, Frau Berthold hat für unsere Fraktion schon differenziert dargelegt und sehr deutlich gemacht, dass wir genau diesen letzten Antrag nicht mittragen werden. Ich möchte dann doch nochmal kurz daran erinnern. Ich denke, 2007 hat der Kreistag damals diesen aus unserer Sicht nicht mittragbaren Beschluss gefasst, der grundsätzlich das Heben von Braunkohle zur energetischen Nutzung befürwortet hat und auch den Aufschluss weiterer Tagebaue. Wir haben ab dem damaligen Zeitpunkt dieses immer wieder hinterfragt und hatten damals schon darum gebeten, kann sich der Kreistag nicht eher zu einer Position umringen, dass wir eine wirtschaftliche Umsteuerung in dem Süden Sachsen-Anhalts hinbekommen, dass wir Alternativen für die Braunkohle finden. 2016 sind wir endlich so weit, dass wir sagen, wir bekommen mit, die stoffliche Verwertung wäre eine Chance. Die energetische Verwertung von Braunkohle hat ab sofort keine Zukunft mehr und deshalb wollen wir jetzt diesen Schritt gehen und sagen, wir brauchen Alternativen als Wirtschaftsgrundlage für das Wegbrechen der Braunkohle. Diesen Punkt tragen wir, Frau Berthold hat es gesagt, eindeutig mit. Auch eine stoffliche Verwertung, um Benzin herzustellen. Ich denke also, wer dann ein bisschen die Augen aufmacht, weiß, wohin der Zug geht, in Richtung regenerativer Energie, die ja auch hier in der Beschlussanlage ausdrücklich genannt wurde, dass regenerative Energie und Benzingewinnung aus Braunkohle sich gegenseitig ausschließen. Wir müssen endlich bereit sein, weiter in die Zukunft zu schauen und dann wirklich etwas für die Zukunft zu tun. Und Herr Haug, ich habe Ihre Worte sehr wohl vernommen, dass Sie vor den Jugendlichen gestanden haben und deren Frage quasi als Aufgabe auch empfunden haben. Wie können wir politisch den Jugendlichen, den Beschäftigten in der Braunkohle eine Zukunft geben? Aber da müssen wir einfach so konsequent sein, wenn wir aber wirklich eine Antwort für die Zukunft geben wollen, dass wir sagen, Braunkohle ist auf absehbare Zeit, das haben wir nie beschlossen, da ist ja dieser Termin jetzt von 2035 im Gespräch, bis dahin gibt es die Braunkohle, aber wir müssen uns ab sofort auf den Weg machen, Alternativen hier aufzuzeigen. Und die liegen, und da ist unser Dissens eben nicht in der Braunkohle. Ansonsten würden wir diesen Beschluss gerne mittragen, in dem Teil inhaltlich ja, in dieser Verbindung aber zu einem Neuausschluss von Braunkohle-Tagebauen können wir es leider nicht tun. Vielen Dank. Herr Weiß, bitte. Ich denke, nach der Mehrzahl der Vorredner ist die Mehrheit im Kreistag gesichert und jedem ist bewusst, dass wir uns mit dem heutigen Beschluss in einer guten Tradition befinden zu den Beschlüssen von 2007 und von 2015. Aber wir müssen vorausdenken, wir haben hier Vorlaufzeiten von 10, 15 Jahren, was wir schon gehört haben und so. Und hier ist ein erheblicher Nachholbedarf. Ich will mal nur ein Beispiel nennen. Wir hatten jetzt alle, werden es mitbekommen, 100 Jahre Industriepark Leuna und da wurde so viel erzählt, wie viele Nobelpreisträger daherkommen, was da an Hydrierung entwickelt worden ist, vor Technik noch, vor Know-how noch bis heute da ist. Und dann sagte ein Referent, das war ein Journalist, der auch viele amerikanische Erfahrung hatte, es ist nicht entscheidend, wie viele Nobelpreisträger aus Leuna gekommen sind, sondern wann der letzte Nobelpreisträger aus Leuna gekommen ist. Und da haben wir Nachholbedarf, da müssen wir hier ansetzen, auch im Burgenlandkreis mit unseren natürlichen Rohstoffen. Und da möchte ich sagen, im Wirtschafts- und Landwirtschaftsausschuss war ich da schon tief beeindruckt von den hohen wissenschaftlichen Potenzial, was wir da hatten. Professoren von Merseburg waren da, es war von der Metropolregion der Herr Thomalen da, es wurde da vorgetragen, dass eben erst 2% der Braunkohle jetzt stofflich genutzt werden und dass man das wirklich erhöhen muss. Das Know-how ist noch da. Aber wenn wir hier nicht reagieren und die Förderung und Entwicklung in diese Richtung legen, dann ist das wirklich in 5 bis 10 Jahren in China und in anderen Regionen, ja, und wir tun diesen Vorteil, den wir noch hatten, den wir auch bis zur Wende hatten, mit der Regulierung und so, den geben wir hier preis, wenn wir nicht die Chancen nutzen. Im Übrigen zu dem Antrag der NPD, ich bin der Meinung, diese Frage des Erdölersatzes, die ist schon drin, die steht nämlich in Punkt 2 drin, aber das ist wirklich nur eine geringe Form, die Richtung geht, und so habe ich die Ausführungen auch im Wirtschafts- und Landwirtschaftsausschuss verstanden, geht Richtung Synthesegas, grüner Wasserstoff und so, das sind Schlagworte, da gibt es Fördertöpfe. Der Vertreter der Metropolregion, der wir angehören, hat gesagt, es ist ja gerade ein Förderprogramm über 45 Millionen. Da hat die Metropolregion den Zuschlag gekriegt, hier über eine Standortentwicklungskommission, hier dieses Geld mit einzusetzen für die Entwicklung, für den Umstieg, wie es so heißt. Und deshalb muss ich sagen, für unsere Fraktion ist das auch eine, wenn wir hier neu sind, ist es uns aber eine schöne Gelegenheit, in diese Tradition mit reinzukommen, anzuknüpfen, und wir stimmen voll inhaltlich diesen Beschlussentwurf, wie er hier getroffen ist, in diesen 5 Punkten zu. Das ist die Richtung, dass wir die Arbeitsplätze, auch die 140 Arbeitsplätze der jungen Leute, die in der Hauptstadt gesagt haben, erhalten. Das wird nicht einfach, aber wir müssen die Chancen nutzen, und wir haben die Chancen. Dann treten wir jetzt in die Abstimmung. Ich lasse zunächst abstimmen über den Ergänzungsantrag der NPD-Fraktion, welchen ich nochmal vorlesen möchte und der als Punkt 6 angefügt werden soll. Der Kreistag spricht sich für eine deutlichere Formulierung im Rahmenpapier zur energetischen Nutzung von Braunkohle in Form von Treibstoffen (Nitrierung) aus. Wer dem zustimmen kann, bitte ich jetzt um das Erheben der Stimmkarte. Wer ist dagegen? Das ist eine Mehrheit. Wer enthält sich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bei 10 Enthaltungen ist dieser Antrag abgelehnt. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den vorliegenden und vom Wirtschaftsausschuss und Kreisausschuss empfohlenen Vorschlag, den ich ebenfalls nochmal verlese. Der Landrat wird beauftragt, für einen nachhaltigen Strukturwandel des Braunkohlestandortes Mitteldeutschland Strukturhilfen des Landes und des Bundes einzuwerben, um den Aufbau einer mitteldeutschen Innovationsregion mit folgenden Zielen zu sichern. Erstens, mit dem Aufbau einer mitteldeutschen Innovationsregion soll über den Weg der Wertschöpfung aus der Braunkohle ein Strukturwandel ohne soziale und wirtschaftliche Verwerfung generiert werden. Zweitens, der weitere Weg der Energiewende wird mit technologischen Innovationen erfolgreich begleitet. Dazu zählen die Entwicklung und Installation von Speicherkapazitäten für erneuerbare Energien, ebenso wie die Schaffung der Voraussetzungen zur stofflichen Verwertung der Braunkohle, zum Beispiel als Erdölersatz. Drittens, der Transformationsprozess von der energetischen zur stofflichen Nutzung der Braunkohle muss zwischen Wirtschaft und Forschung und dem Land Sachsen-Anhalt abgestimmt sein und nahtlos verlaufen, damit der Braunkohlenwirtschaft Rahmenbedingungen für tragfähige Geschäftsmodelle gesichert werden können. Viertens, über eine länderübergreifende abgestimmte Regionalplanung ist der mitteldeutschen Braunkohlenwirtschaft für den weiteren Betrieb von Tagebauen Planungssicherheit und Verlässlichkeit zu geben. Fünftens, der vom Bund vorgeschlagene Kohlekonsenspfad 2040 darf nicht zu einem abrupten Ende der Braunkohlenindustrie im mitteldeutschen Revier führen. Wer dem zustimmen kann, bitte ich jetzt um das Erheben der Stimmkarte. Dankeschön. Wer ist dagegen? Da sehe ich 3 Gegenstimmen. Wer enthält sich? Bei einer Stimmenthaltung ist auch das so beschlossen. Der Punkt 9 ist zurückgezogen von der Tagesordnung. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 10. Da geht es um die Satzung zur Aufhebung der Satzung über den Verleih und die Gebühren der Medienstelle Burgenlandkreis. Hier haben Bildungsausschuss und Kreisausschuss die Beschlussfassung empfohlen. Gibt es Wortmeldungen? Das kann ich nicht erkennen, dann können wir ja abstimmen. Der Beschlusstext lautet, der Kreistag beschließt, die Satzung zur Aufhebung der Satzung über den Verleih und die Gebühren der Medienstelle Burgenlandkreis, Beschluss des Kreistages Burgenlandkreis Nummer 138-10 aus 2008, Kreistag vom 15.12.2008. Wer dem zustimmt, bitte ich jetzt um das Erheben der Stimmkarte. Danke. Wer ist dagegen? Sehe ich niemanden. Wer enthält sich? Sehe ich auch niemanden. Dann ist das einstimmig so geschehen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11. Da geht es um die Aktualisierung der Kulturvorrichtlinie des Burgenlandkreises. Meine Damen und Herren, wir haben Bildungsausschuss und Kreisausschuss mit Änderungen die Beschlussfassung empfohlen. Diese wurden von der Verwaltung aufgenommen und in den ihnen ausgereichten Unterlagen eingearbeitet. Außerdem erfolgte eine redaktionelle Änderung in § 4 Absatz 1, letzter Satz. Dieser lautet neu. Es erfolgt keine Förderung für Veranstaltungen oder Projekte mit verfassungsfeindlichen oder rassistischen Inhalten. Ich bitte um entsprechende Beachtung und würde nachher das entsprechend der genannten Änderungen zur Abstimmung stellen. Gibt es Wortmeldungen? Das kann ich nicht erkennen. Herr Püschel, doch. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, für genau diesen Satz, den Sie eben geändert vorgelesen haben, bitten wir eine Ergänzung aufzunehmen. Verfassungsfeindlich und rassistische Inhalte sicher richtig, dass die nicht gefördert werden. Wir wollen aber dazu möchten, dass wir aufnehmen auch deutschfeindliche Inhalte, also solche Dinge, wie man auf Demos sieht, Bomber Harris, do it again oder Deutschland verrecke und sowas, dass wir das nicht fördern. Wir leben alle in diesem Staat und in diesem Land und von diesem Staat und von diesem Volk. Und ich denke, da sollte man sowas ausschließen. Das ist auch eine Frage der Kultur und der Bildung und auch der politischen Ideen. Danke. Vielen Dank. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sie also das eine Wort in dem Satz deutschfeindlichen einfügen wollen? Das wäre dann also ein Änderungsantrag. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann würde ich jetzt erstmal darüber abstimmen lassen, ob das von Herrn Püschel begehrte Wort deutschfeindlich hier Einklang finden soll. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Das ist erkennbar nur die Fraktion der NPD. Wer ist dagegen? Das ist eine Mehrheit. Wer enthält sich? Bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, bei 7 Enthaltungen ist das abgelehnt. Dann komme ich jetzt zur Abstimmung der gesamten Ihnen in der vorliegenden Fassung mit den redaktionellen, von mir vorgelesenen Änderungen vorliegenden Kulturförderrichtlinie. Wer dieser seine Zustimmung geben will, den bitte ich jetzt um das Erheben der Stimmkarte. Danke. Wer ist dagegen? Da sehe ich 3 Gegenstimmen. Wer enthält sich? Da sehe ich niemanden. Damit ist auch diese Kulturförderrichtlinie beschlossen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12. Fortschreibung des Mehrjahresprogramms 2015 bis 2019. Ab dem Jahr 2016 nach dem Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus. Hier geht es um einen Neubeschluss. Dazu, meine Damen und Herren, haben Ihnen Bau- und Umweltausschuss als auch der Kreisausschuss die Beschlussfassung empfohlen. Gibt es Wortmeldungen? Das sehe ich erkennbar nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung Ich erspare mir jetzt den Beschluss, welcher über 4 Seiten eine Prioritätenliste hier aufführt, noch einmal zu verlesen und würde Sie bitten, jetzt darüber abzustimmen, wenn Sie dem Beschlussvorschlag der Verwaltung folgen können. Dann bitte ich Sie jetzt um das Erheben der Stimme. Danke. Wer ist dagegen? Da sehe ich niemanden. Wer enthält sich? Da sehe ich eine Enthaltung. Damit ist auch das so beschlossen. Dann komme ich zum Tagesordnungspunkt 13. Anfragen über Angelegenheiten des Landkreises. Gibt es so? Frau Ponning. Ich habe in den letzten Wochen mehrfach der Mitteldeutschen Zeitung eine sehr unschöne Geschichte entnehmen können. Und zwar geht es um Weißenfels, um das Gymnasium. Dort haben die Schüler sich zusammengefunden für ihre Abschlussfeier, für ihre Abi-Feier, Geld zu erarbeiten und wollten dieses in die Klassenkasse einzahlen. Daraufhin hat es einen Bescheid vom Amt gegeben, vom Jobcenter. Und wir hatten uns im Kreistag in der letzten Legislatur mit der Entscheidung, dieses in kommunale Hand zu geben, auch eine schwere Entscheidung auf den Tisch gezogen. Das ist auch breit getragen worden. Ein Stückchen weit auch mit der Hoffnung, dass wir unsere Spielräume, die Spielräume der Verwaltung, die es sicher bei jeder einzelnen Entscheidung immer ein Stückchen weit gibt, auch ausnutzen können, auch zum Wohle unserer Leute, unserer Menschen hier im Burgenlandkreis. Und ich finde die ganze Herangehensweise, wie sie dort in der Zeitung dargelegt worden ist, sehr, sehr unschön. Ich habe mich als Kreisrätin dort auch verantwortlich gefühlt und in der Pflicht. Und die letzte Information war, dass das Ganze im Jobcenter zur Chefsache gemacht worden ist, was ich auch für sehr wichtig halte. Und ich hätte jetzt gerne mal gewusst, wie da der aktuelle Sachstand ist. Danke. Vielen Dank, Frau Lorny. Wer kann uns eine Aufklärung geben? Bitte Herrn Fischer um eine Aufgabe einer Erklärung. Herr Chef des Jobcenters ist auch da. Ich begrüße Herrn Fischer. Bitte schön, Herr Fischer, Sie haben das. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, Frau Lorny. Einen Beschluss oder einen Bescheid haben wir noch nicht gegeben. In der Tat ist das ein Thema, was emotional sehr aufwühlt. Auch ich als Person war da emotional sehr hin und her gerissen. Denn hier passte wieder mal alles zusammen, was so zusammenpasst. Nicht? Da haben wir eine alleinstehende Frau, die arbeitet, trotzdem nicht so viel Geld verdient, dass sie noch Leistung bei uns beziehen muss. Die Tochter macht Abitur, das ist auch nicht so oft bei uns in unserem Klientel. Und dann arbeitet sie auch noch gemeinnützig im Sinne für einen Abiball. Und dann kommen wir als Jobcenter und wollen das Geld zurückhaben. Ja, damit lässt sich natürlich eine tolle Story stricken. So ist es nicht. Wir haben im Rahmen unserer normalen Abgleiche, die wir jedes Vierteljahr machen, kriegen wir die Info von unserem Versicherer, Rentenversicherer. Da steht, wir haben eine Person, eine BG im Leistungsbezug und die hat Geld verdient in einem Zeitraum X. Da wissen wir nicht, für was sie Geld verdient hat, sondern nur sozialversicherungspflichtige Leistung hat sie da bezogen. Und zum anderen den Zeitraum. Mehr kennen wir nicht. Und dann, wenn wir das wissen, aha, sie hat das nicht angemeldet, dass sie Geld verdient hat, dann schicken wir ganz normal einen Anhörungsbogen auf und bitten um Mithilfe, in dem wir fragen, wann hat sie wie viel Geld verdient. Und in diesem Zuge kam dann der Brief von der Schule, der uns mitteilte, sie hat Geld verdient für die Schule zur Finanzierung des Abiballs. Das reicht aber nicht. Für uns. Einfach das Schreiben der Schule, sie hat, das ist genauso, als wenn Sie jetzt eine Entschuldigung schreiben Ihres Kindes für Ihr Kind mitgeben, die kommt heute nicht zur Abi-Prüfung. Das akzeptiert auch keine Schule. Und so haben wir sie gebeten, haben wir die Mutter eingeladen, haben gesagt, bitte bring uns doch die Nachweise. Das heißt, wann hat sie gearbeitet und was hat sie tatsächlich verdient. Die 400 € habe ich auch nur aus der Zeitung erfahren. Und bis dato konnte die Bedarfsgemeinschaft die Unterlagen noch nicht einreichen. Wir haben dann, um nicht amtswegen zu entscheiden, und hier kommt das Thema Chefsache jetzt, haben wir jetzt den Arbeitgeber angeschrieben, Frist ist glaube ich nächste Woche, und dann gibt er uns die Unterlagen, wann sie zu welchem Zeitraum gearbeitet hat und wie viel Geld sie verdient hat. Und dann werden wir entsprechend entscheiden und dann beziehe ich mich auf meinen Spruch, was ich einer Radiostation gegeben habe, also das Jobcenter wird also nicht dran schuld sein, dass der Abiball nicht stattfindet. Und darum ist es Chefsache geworden. Also es ist kein Bescheid gefällt worden, nichts. Das ist noch in Bearbeitung, weil halt die Unterlagen fehlen. Und der Arbeitgeber hat ordnungsgemäß gehandelt, der hat ordentlich angemeldet, also da sind keine Versäumnisse zu erkennen. Und somit, denke ich, werden wir die Sache auch gut lösen können, für alle Parteien. Vielen Dank, Herr Fischer. Die nächste Frage an Frau Peters. Hat sich erledigt, zieht zurück. Dann habe ich jetzt den Kollegen Mietsch. Sie wollten eine Frage stellen. Also zuerst zu dem Punkt 11 haben wir den weitergehenden Antrag deshalb abgelehnt, weil deutschfeindlich für uns rassistisch ist. Und insofern ist das dann völlig abgedeckt. Die deutsche Rasse ist auch nur eine Rasse. Ich habe eine Frage für die Bürgerinitiative. Herr Ulrich, Sie sind angeschrieben worden. Können wir mit einer schriftlichen Antwort rechnen? Denn ich denke, die Diskussion jetzt würde vielleicht zu weit gehen. Ich würde Ihnen aber den Brief dann auch gerne nochmal übergeben. Und wenn wir mit einer schriftlichen Antwort rechnen können, ist das okay. Herr Landrat, bitte. Wir haben heute Mittag die Anfrage bekommen und die Anfrage ist auch schon beantwortet und die kriegen die jetzt schriftlich ausgehört. Kriegen alle Fraktionen. Danke. Vielen Dank. Weitere Anfragen sehe ich nicht. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 13. Rufe auf den Tagesordnungspunkt 14 Mitteilungen. Da habe ich Ihnen in aller Kürze mitzuteilen, dass mittlerweile aufgrund des Beschlusses des Kreistages zur Überprüfung seiner Mitglieder des Landrates auf Tätigkeit in der ehemaligen Stasi-Unterlagenbehörde oder beim Staatssicherheitsdienst der ehemaligen DDR alle Mitteilungen eingegangen sind. Ich werde deshalb für den 25. Mai 17 Uhr zur konstituierenden Sitzung des vom Kreistag beschlossenen Beirates einladen. Die Sitzung ist nicht öffentlich und dort werden wir über die weitere Verfahrensweise beraten. Weitere Mitteilungen habe ich nicht. Hat die Kreisverwaltung noch welche? Dann schließe ich diesen Punkt 14 ebenfalls. Eine Mitteilung der CDU-Fraktion, Herr Riemer. Ich weiß nicht, also ich hatte bisher so verstanden, dass unter dem Punkt Mitteilung, also jeder was mitzuteilen hat, wenn es denn... deshalb haben Sie jetzt das Wort. Die Angelegenheiten des Kreistages entsprechend betrifft. Heute am 2. Mai endet die Anhörungsfrist des Bundesverkehrswegeplans 2030 und die CDU-FDP-Kreistagsfraktion hat im Zuge dieser öffentlichen Anhörung des Bundesverkehrswegeplans entsprechend angeregt, das interne Projekt Nummer 38, Durchfahrt Wetau, von der Dringlichkeitsstufe Neue Vorhaben weiterer Bedarf in die Dringlichkeitsstufe Neue Vorhaben vordringlicher Bedarf entsprechend aufzurücken. Vor dem Hintergrund, wenn man sich insbesondere die Karte zum Bundesverkehrswegeplan ansieht, sieht man, dass die W87, im Zusammenhang mit der Ortsumfahrung Naumburg, Bad Kösen, aber auch in Eckartsberga, was uns sehr gefreut hat, und dann in der Ortsumfahrung Weißenfels nahezu durchgängig entsprechend im Bundesverkehrswegeplan sich wiederfindet, aber dort an der Kreuzung Wetau direkt in der Ortsumfahrt dort keinerlei Verbesserung für die Bevölkerung des Ortes und entsprechend auch für den Verkehrsfluss eintreten würden. Und wenn man dieses konsequent nimmt, wäre das dort auch mit aufzunehmen, da aufgrund des Endes 2. Mai entsprechend die Antragsfristen für Kreisausschuss und Kreistag nicht mehr gegeben waren, hat die CDU-FDP-Kreistagsfraktion von ihrem Recht Gebrauch gemacht, dort Anregungen weiterzugeben. Es freut mich auch, dass sich beispielsweise die Stadt Naumburg, aber auch die Verbandsgemeinde Wetautal und viele Privatpersonen mit ähnlichen Anliegen dort an dieser Anhörung beteiligt haben. Und nun hoffen wir, dass man dieses mit aufnimmt und die aus unserer Sicht sinnvolle Ergänzung Eingang in den Bundesverkehrswegeplan findet und hoffen, dass der Landrat in einigen Monaten hier dann auch erfolgreiches berichten wird, was dann vielleicht den ganzen Landkreis auch angeht. Danke für die Möglichkeit, eine Mitteilung machen zu dürfen. Vielen Dank. Weitere Mitteilungswünsche kann ich nicht erkennen.